Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Teil 4 ist es. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Nach einem kleinen Tag Pause, weil ich einfach gestern Bock drauf hatte, Battlefield Hardline zu spielen. Ich habe das Spiel jetzt tatsächlich durch, also können wir uns jetzt erstmal neben FIFA an Assassin's Creed wagen. Ich habe eh noch ein bisschen Urlaub, muss ja Sonntag wieder arbeiten. Und dementsprechend kann ich jetzt ein bisschen was vorproduzieren, dass ihr dann die nächste Zeit genug Folgen habt. Und ich freue mich, wie gesagt, dass ihr jetzt dabei seid. Wir wollen heute das nächste vorerobern, nämlich Cabo de Cruz. Das ist, glaube ich, meines Wissens sogar das letzte auf. Nein, nein, haben wir noch. Nur ich kann's. Na, Wasser wäre noch ein Mittel. Kachalat wäre schon wieder schwer. Serranila. Ja, vielleicht machen wir dann irgendwann mal die ganzen. Gehen wir die ganzen schweren Dinge an. Aber ich möchte jetzt erstmal. Die zwei hier. Das werden die nächsten beiden Folgen wahrscheinlich werden. Mit der Wasser und mit Cabo de Cruz. Fangen wir an. Gehen wir rein ins Match. Quatsch, nicht ins Match, sondern ins Game. Warum auch immer ich jetzt gerade diesen Weg gehe. Aber so. Ab in den mit unserem Jackdaw. So, ein bisschen werden wir jetzt versuchen vorzuproduzieren. Ich weiß noch nicht wie viel. Wie ich Bock drauf habe, aber eigentlich. Guck mal. Unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. So. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Wir sind mitten im Sperrgebiet. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir es wer hat natürlich jetzt erstmal ein bisschen dann Dinge mit hier einsammeln. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Holz, sehr gut. Ja, Tulum, das machen wir schon noch, keine Sorge. Wir müssen, glaube ich, jetzt außerhalb dieser um diese Insel rum. Weil ich glaube, das andere Fort ist irgendwo davor, oder? So, lassen wir sie gerade mal ein bisschen außen vor. Wir müssen jetzt nicht unbedingt voll in die voll in den Konflikt rein. Werden natürlich voll reinfahren jetzt. Oder? Ja, sie gucken gerade weg. Hör mal, der eine vielleicht. Okay, wir sind raus aus der Nummer. Aber der wird uns jetzt gleich schön hier sehen. Wird sich aber wahrscheinlich nicht groß wehren können. Feuer! Ah! Geht gleich unter! Auf dein Zeichen, Captain! Ja, wir haben es gerade mal kurz das Schiff versinkt. So, ein bisschen raus aus der Nummer. Ja, gehst du ran. Backbord! Schiffbrüchiger! Noch daneben, ja. Denke ich! Jawohl! So. Ja, ich muss die Jackdaw auf jeden Fall erstmal ein bisschen weiter ausbauen. An Dings. Im Geld soll es vielleicht nicht mangeln, aber an der Dings sollte es ein bisschen scheppern. Scheitern. Die haben wir hier schon erobert. Die greift irgendwas anderes von uns an. Jetzt nichts Wichtiges. Wir nehmen jetzt hier die Kisten mit. Dunkler Himmel und raue See. Steuerbord, Captain. Schreib gut.
sieht wie schon, Beute aus. Schon. Boah, ihr könnt. Sollte man tun, jetzt aufpassen jetzt hier, weil wir haben gute Seitenwinde. Steuerbord! Menschliches Treibgut auf Kurs! Scheint noch zu leben! An Bord. Backbord, Captain! Menschliches Treibgut, Captain! Ich glaube, ihr lebt noch! Ja, gerade um das soll ich sagen. Bin ja gerade hier der Fan von diesen Dingern hier. Zucker. Wir müssen, glaube ich. Ist das überhaupt richtig? Oder mache ich gerade den Riesenfehler? Wo muss ich denn da überhaupt hin? Ein Stück ist noch. Ich hätte vielleicht sogar auf die andere Seite fahren müssen. Ich bin gerade so ein bisschen ein. Die könnte man Schnellreise machen und wieder einmal. Wir müssen eigentlich nur außen rum. Wir fahren jetzt nämlich quasi mehr oder weniger den kompletten Weg außen andersrum. Nee, dann machen wir das so. Dann fahren wir zurück. Machen wir hier die Schnellreise hin. Und fahren quasi die andere Richtung. Unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst andersrum zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Wir müssen Mann. Auf die andere Seite der Insel. Walise, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf den Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Gerade mal so ein bisschen nebenbei haben zu tun haben. Wir haben von der Story erst gerade mal ein Viertel rum. Und wir sind jetzt irgendwo bei Folge 46, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Also wir reisen jetzt ins Sperrgebiet wieder mal. Zucker. Hey, das ist zu... Warte. So, Stoffe. Ja, hier könnten wir auch theoretisch nochmal plündern. Aber was machen wir nicht jetzt? Wir reisen erstmal hier nach. Zum nächsten vor. Könnt ihr wieder abonnieren oder mal abonnieren? Das müssen wir vielleicht auch mal machen irgendwann. Boah. So. Jetzt sind wir natürlich komplett hier. Frage, wie weit lässt ihr mich in Ruhe? Weil der komplett im Dings ist. Ihr müsst es ja nicht unbedingt riskieren. Natürlich sind wir komplett im Voll. Sind wir natürlich im vollen Konflikt.
So. Müsste es nicht unbedingt. Die Dirk hat aber gut gegriffen. Super. Das ist natürlich immer gut, wenn man schon mit einem angeschlagenen Schiff unterwegs ist. Da sind wir dann. Konzentrier dich auf Ruderkräften. Daneben, verdammt! Sind bereit, Sir! Feuer! Na, Captain, eine Salve genau da rein! Erwarten Befehle! Feuer! Ja. Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Feuer! Feuer, Captain! Schieß dahin, Sir! Feuer! Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Feindliches Feuer! Runter, Mann! Sicherheitsabstand. Bereit zum Feuer! Feuer! Scheiße, ist das total toll jetzt? Wenn man das vorangreifen will und dann plötzlich sich doch in irgendwelche Feinde mal einmischen zu müssen. Also dann irgendwie sagen, oh, die Langeweile. Wir haben ein bisschen Langeweile, wir müssen uns einmischen. Ja, ja, keine Sorge. Unser Kurs heute, Captain, ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Sprachen wir ein Waliser alle. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Krise, die wir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, Leute. Der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaut. Wir sollten treffen. Solange wir auf den Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. So. Ruhig halten! Feuer! Feuer!
Sie feuern, Sir! Also, ich muss mal gerade hier raus aus der Nummer. Ah! Sie feuern, Sir! Staffelsegel lockern! Einholen! Feuer! Ja! Yeah! So. Feuer! Feuer! Sie feuern, Sir! Feuer! Feuer! So, jetzt lass mal ein bisschen raus, das Teil. So, jetzt lass noch mal. Was ist die Scheiße so? Ich muss jetzt gucken, dass ich da mal wieder... Ja, natürlich! Du hast so ein kleines Pimpfding oder was? Ich muss da auch nur mit dran. Heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Und die Schiffe da auf den Senkel gehen. Um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Sprochen wie ein Waliser, Ade. Was willst du? Master Kid sprach von einer Brise, die am Rücken in Tulum sein wird. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Er hat eine Art, die es gewissens zu leben, dass du geschaut hast. So. Solange wir auf den Weg ein paar Friesen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Feuer! 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 Weil ich mich da festgefahren habe an der Ecke, konnte die natürlich schön draufhalten. Ich sterbe jetzt gerade richtig öfters weg. Ich will dieses scheiß Ding haben, ey. Lautet unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wie geht das da, was da noch so rumkreuzt? Selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kid sprach von einer Brise, die mir unten in Tulum zeigt. Ich werde weg. Der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaut. Solange wir auf den Weg ein paar Priesen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Feuer! 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 Wir sind sicher, Captain. Natürlich! Natürlich, aus der. Natürlich werde ich jetzt beschossen noch. Ach, hört auf doch euch. Oder mal auf euch einzumischen. Ihr gebt mir auf Senkel. Feuer! Feuer!
So, geht gleich unter! Das ist Geschichte. Weg damit. Wollt jetzt gern schwimmen, hä? So, der sind aber. So, die Nummer ist schon mal Geschichte. Ja, ja. Natürlich jetzt. Segelreffen raus aus der Bö! Reffen, Männer! Ja. Alle Segel, Bewegung! Wir halten den Wind so gut sie es kann! So, jetzt muss ich mir so nochmal ansetzen an die Bahn, an die Dings. Ich hab noch ein bisschen Leben. Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Ey, immer wieder hänge ich mich an diese Scheißecke, weil ich an das Ding nicht rankomme. Mann! Ja, da muss ich halt noch mal versuchen! Frage, habe ich die jetzt... Habe ich jetzt, die... Bin ich die Schiffe wenigstens... Und was willst du? Master Kid sprach von einer Krise, die mir unten in Tulum zeigt. Der Halbinsel Yucan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Nimm die scheiß Dinger da weg, die Steine. Das geht mir gerade ein bisschen da.
So, jetzt muss ich da nochmal ansetzen. Wie flammt denn jetzt auch weg? Ne, gar nichts. Okay. Ich will doch nur diese scheiß Schiffe haben. Weil die Schiffe bin ich los, Gott sei Dank. Aber hier die Dings nicht. Hoch! Bewegung! Feuer! Verfluchte Augen! Sind bereit, Sir! Superbundlacken! Feuer! Bereit zur Feuer! Nur ein guter Tiefer Schuss! Ja, Feuer! Nur Zeit und Holz können das noch retten! Warum habe ich eigentlich immer das Pech, dass ich... Lass mich raten, jetzt habe ich schon wieder die scheiß Spanier da an Bord, oder was? Die zielen auf uns! Feuer! Ja. Sie präsentieren sich uns! Lassen Sie dafür bezahlen! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lassen Sie dafür bezahlen! Feuer! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht! Feuer! Achtung! Feindliches Feuer! Gegner feuert! Sie schießen schnell, Sir! Unterschätze sie Feuer! Nicht! Feuer! Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Aha! Feuer! Daneben! Das hat Schaden angerichtet! Feuer! Feuer! Da, Captain! Feindliches Feuer! 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 Da ist sie am schwächsten, Captain! Feuer! Ausweichen! Feuer! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Wir machen mich mal gerade wieder ein bisschen kurz raus. Feuer! Auf den Grund! Feuer! Ja, ein guter Treffer könnte sie lassen! Feuer! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schieß! Feuer! Auf den Grund! Runter! Börser! So, jetzt gehe ich mal gerade hier ein bisschen raus aus der Nummer. Nicht, dass die Börser mich treffen. Wir haben noch anderthalb Balk. Alles gut, bisher noch nichts. Feuer! Verfluchte Augen! Ich will diese scheiß Vorhaben und nicht die scheiß Spanier. Die gehen nämlich gerade. Mir geht das Schiff ein bisschen auf den Senkel. Feuer! Weg damit! So, jetzt. Auf dein Zeichen, Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! So, aus der Nummer bin ich raus. Jetzt muss ich gucken, dass ich die... das Vor noch mal angreifen kann. Feuer! Oh, das hat sich voll gelohnt. Vorbei, aber sind die Haken fest! Feuer! Konzentrier dich auf Ruderkämpfen! So, dann ist das auch weg. Ich glaube, das war nämlich das Mörser-Ding. Feuer! Bereit zu schießen, Sir! Leider noch nicht ganz. Feuer! Da, Captain! Da sind sie am empfindlichsten! Feuer! Wir
Das war's. Das war's. So viel Segel wie ihr könnt. So, an Steuerbord, so. Das Vor ist Rahmsegel einholen. So ziemlich Geschichte. Jetzt müssen wir es nur noch sichern. Dann haben wir's. Raus aus dem Wind! Topsegel aufgehalten! Großsegel setzen! Totendicht, halbes Segel! Klippe voraus! Ausweichen, Captain! Ja, ja, bin auch dabei. Macht euch bereit! Und jawohl, holen wir uns mal kurz eben das letzte vor. Und hoch mit euch. So. So, mal ganz kurz eben rüber, ein bisschen aufhalten. Jetzt. So, Kriegsholm. So, wir haben es auf jeden Fall mittlerweile so gut wie geschafft. Was schießt der denn? Sind das gegnerische Schiffe? Und tschüss, damit gehört uns dieses Vor. Meine Fresse! Wenn es das nicht wenigstens. So, jetzt geht das Ding hier auf unsere Seite. Und wir haben wieder ein paar. Ja. Es fehlen uns jetzt noch 4 Force. Charlotte ist schwer. Wird jetzt noch nach Wasser. Und dann hätten wir zumindest mal. Eine leichte Aufgabe. Ich gucke jetzt gerade mal, dass ich hier noch so Marineaufträge, Treibholz brauchen wir jetzt nicht. Ich guck mal, dass wir die Jackdown noch reparieren. Zucker kann weg. Kann weg. Stoffmetall, Holz brauchen wir nicht.
Knochen. Und Jaguar Pets. Einmal wegverkaufen. So. Que los vientos le sean propicios, señor. Ich kann dir die Bluthunde vom Hals halten, Captain. So, gucken wir mal gerade, aber hier noch. Genau. Obern wir mal das Ding in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und ja, ich glaube, dann haben wir so soweit alle. Wenn wir die Dinger hier noch machen. Ja, das hat lange genug gedauert, dass wir, bevor wir das hier erobert haben. Jetzt werden wir die Dinger noch erobern. Und dann gucken wir mal, dass wir das letzte, die letzten vor, die wir quasi noch dürfen oder können. Dass wir die noch angehen. Und dann gucken wir mal. Vielleicht schaffen wir sogar einen schweren. Mal gucken. Bis dann.